Guten Tag, mein Name ist Sören Krehmeike. Wir kommen aus Brome, das liegt in der Nähe von Wolfsburg. Bewirtschaften einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, bewirtschaften eine Biogasanlage, die uns gehört, und haben nebenbei noch einen Lohnbereich uns aufgebaut. Ganz speziell im Bereich der Zuckerrübe. Fängt von der Aussaat der Zuckerrübe an und geht bis hin zum Rübenroden, weil uns die Kunden angesprochen haben, ob wir auch Rübenroden würden. Das Ganze haben wir vor circa 4 bis 5 Jahren angefangen mit einem Tiger 4. Auch mit einem Blatter dran und haben uns jetzt dieses Jahr für einen Tiger 6S entschieden. Auch wieder mit dem Entblattungssystem, weil wir für uns gesagt haben, das ist in unserer Region einfach das Sinnvollste. Viele andere Rübenempfänger wollen es nicht mehr unbedingt extrem geköpft haben, sondern wollen es entblattet haben. Und viele Kunden von uns wollen auch für Biogas Rüben anbauen und bauen sie für Biogas an. Und deswegen haben wir uns einfach für den Schritt entschieden, dass wir einen Entblatter genommen haben. Dadurch, dass wir die Drilltechnik selber in der Hand haben und das mit einem Köckerling-System machen, wo eine wirklich ebene Oberfläche entsteht, dass die Rübe schön gleichmäßig aus dem Boden guckt, können wir die Entblattungsergebnisse wirklich super hervorheben und fahren da wirklich, seitdem wir diesen Entblatter haben, super Ergebnisse mit. Wir haben in den ganzen Jahren keine Ausreißer nach oben, dass wir zu viele Blätter dran gelassen haben. Es ist wirklich ein super System und deswegen haben wir uns da wieder für entschieden. Zum anderen muss man einfach hervorheben, dass wir wirklich mit der Firma Ropa, seitdem wir sie haben, super zufrieden sind. Gerade auch im Bereich der Ersatzteillieferung mit der Firma Parland muss man auch einfach mal erwähnen. Wenn wir Ersatzteile brauchen, sie sind über Nacht da. Die Leute sind freundlich, sind kompetent. Man kann 24 Stunden rund um die Uhr anrufen. Und deswegen fühlen wir uns da eigentlich wirklich sehr gut aufgehoben. Der Hauptgrund, dass wir einen Tiger 6 gekauft haben, sind die 40 km/h. Muss man einfach fairerweise sagen, unser Einzugsgebiet ist relativ groß, also wir müssen wirklich weite Distanzen zurücklegen. Deswegen haben wir uns für eine 40 km/h Variante von Ropa entschieden. Und der Vorteil ist einfach noch dazu der größere Bunker, das größere Bunkervolumen, der größere Elevatorgurt, die Siebsterne, wo einfach die Förderleistung nochmal deutlich zugenommen hat. Wir haben weniger Verluste, wir können langsamer Siebsterne drehen lassen, haben weniger Verluste, haben trotzdem einen höheren Durchsatz. Durch den 20% größeren Elevatorgurt sind es, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist er 1 Meter breit. Läuft es einfach super. Die Maschine läuft ruhig. Sie fördert die sie holt die Rübe schonend aus dem Boden, transportiert sie schonend und lädt sie auch durch das neue Überladeband deutlich effektiver und schonender ab. Das muss man echt so sagen. Zudem haben wir uns auch für das Air-Contour-System entschieden, weil wir durch die doch relativ unterschiedlichen Fahrgassenbreiten haben wir natürlich immer tiefere Fahrgassen. Manche Leute flügen noch, dann hat man wirklich relativ teilweise unebenen Boden, wo mit Solo-Drehmaschinen, also mit normal konventionellen Drehmaschinen gedreht wird. Dadurch haben wir uns einfach auch für das System entschieden, dass wir sagen, Einzelreihen, Ausführung, dass sie hoch und runter gehen. Das waren eigentlich so die wesentlichen Merkmale, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder einen Tiger 6 oder wollen uns einen Tiger 6 zulegen. Auch die komplette Bedienung war anders. Aber wenn man jetzt ein paar Stunden da drauf gesessen hat oder auch ein paar Tage, ich durfte letztes Jahr den Roll auch schon mal fahren, muss man sagen, gewöhnt man sich schnell dran und es macht auch Sinn. Auch die Joystick-Belegung, die man nachher individuell einstellen kann und auch so wie sie jetzt eingestellt ist, hat es wirklich Vorteile. Also es macht Spaß damit zu arbeiten, muss man fairerweise sagen. Man hat einen schönen Rundumsicht, auch die neue Aufnahme von dem Rodeaggregat, dass man den Mittelholm nicht mehr hat, sondern auch nur noch die beiden rechts und links. Man kann super ins Aggregat reingucken, man sieht, wie die Rübe super rauskommt, man kann es perfekt einstellen. Also es ist einfach rundum freundlicher gewesen. Die Maschine ist zwar größer geworden, aber es schadet überhaupt nichts, gar nichts. Auch das Licht, ich sag mal, die Lichtsteuerung und auch die komplette Ausleuchtung der Maschine mit dem neuen LEDs-Licht, mit der Anordnung der Lichter ist einfach super. Also da macht man wirklich die Nacht zum Tag, ne? Kann man nicht anders sagen. Die Überladeleistung, muss man sagen, ist durchs neue Band. Wir machen relativ viel mit Muldenüberladung. Und da muss man sagen, ist die neue Anordnung des Überladebandes super. Also so eine schnelle Überladeleistung ist kaum, also ist wirklich unschlagbar. Wir haben auch schon andere Remt-Fabrikate gefahren und ausprobiert, aber da kommt einfach keiner ran. Die Überladeleistung ist bombastisch.